Kein Deswegen, ich Spaß. wollte eigentlich mitfahren, aber dann sind noch so viele, waren zu 13 an Eis, glaube ich. Ich wollte nicht absagen wegen F1-Liga-Rennen. Wenn wir nur. So schnell jetzt. Scheiße. Also das Feld ist heute auf jeden Fall sehr stark. Ja, die erste Runde war jetzt nicht die beste, aber halt, ganz wohl sogar gefühlt. Als kurzes Quali, ne? Kann man denselben Soft-Drive nochmal benutzen für den zweiten Rand? Ich denke mal, wenn meine Runde scheiße war, dann auf dem letzten. Bist du gerade auf einer schnellen, weißt du denn nicht auf der Map? Ich bin tatsächlich drin in der Box. Oh mein Gott, nein, ich wollte. Oh mein Gott, ich habe einen blockiert aus Versehen, weil ich nicht gesehen habe. Aber es ging eigentlich. Aber hier ist Auto, schau es mal bitte. Ich hab auf die Map geguckt und vor mir waren einfach um mir, der war rechts und ich bin in die Mitte. Ja, nee, ich bin so halb blockiert. Ich bin im AlphaTauri. Oh, ich fahre durchs Gras auch nicht so gut, Digga. Ja, ich hab den nicht gesehen, also ich habe auf die Map geguckt und dann habe ich mich irgendwo anders fokussiert. Und dann war ich so halb verstreckt, wo ich ihn sehe. Erstmal, also es war halt noch Platz außen. Aber halt, ich habe ihn nochmal als die Rennlinie, aber wenn du, also für so Pros und so, aber. Allfährt? Ach, Ideallinie ist Ideallinie. Deswegen, das gibt auch eine fette Strafe mal wieder. Hast du schon viele Strafpunkte? Also. Ja, ich bin die Hälfte von uns irgendwo, ich gucke mich eigentlich auch gar nicht mehr. Ich fahr mal raus auf meine Auto. Oh, ich seh's. Was? Ehrlich. Wenn man die Punkte nochmal sich so nachhinein nochmal anguckt, finde ich ein paar richtig fraglich. Also zum Beispiel so. Ein paar kann ich verstehen. Ja, so wenn ich dumm bin, so ohne Feuer. In Aserbaidschan hab ich da auch wieder für irgendwas gekriegt. Digga, gegen Son Goku, Bruder. Hey, was für rauspushen? Er pusht mich nach innen. Komplett auf der Geraden, das heißt, ich krieg einen scheiß Winkel für die Kurve. So. Der war einen halben Meter Platz zwischen uns beiden und er ist in die Bande gefahren. Und der war ja da weg, nämlich ja logischerweise nach außen gefahren, weil er nicht mehr da war. Das ist nicht mein Fehler. Fahr einfach mehr an mir dran. Weißt du, was ich meine? Ja. Euch einen halben Meter Platz macht gar keinen Sinn. Stopp, herzlich gleich meine Runde. Ja, viel Glück. Ja, wenn ich die Zeiten schon wieder sehe. Bei jedem anderen hätte ich keine Strafe gekriegt, das ist einfach so der erste Nervt.
wechseln jetzt. Bist du das immer hier? Ich bin der Bock. Außer also, das ist dein Mate. Ich hoffe, der Typ mir macht keine Schade, das war ehrlich nicht so schlimm, die Wings. Da war halt noch ein Auto und ich war halt ein bisschen schneller als unterwegs. Ne? Das ist halt überholt. So. Ja. Das ist ja ungültig, das ist natürlich mies. Erste Kurve? Nee, letzte Kurve, weil ich vorletztes Jahr weit rausgekommen bin. Hatte ein bisschen. Was können wir jetzt ziehen für noch eine? Ja, diese nächste ungültig. Und danach sieht's. Ach so, letzte Kurve. Ich dachte, vorletzte meinst du, was letzte? Ja, vorletzte ist auch schon echt? Für beide ungültig, ja. Ja, ich glaube, es gibt vom Zeitfahren nicht. Vom Zeitfahren war es nämlich nicht so. Es kommt an, glaube ich, wo. So, ich fahre nochmal. War halt ein bisschen weit draußen, hatte. Ja, ich war auch, ich dachte auch, es wäre ungültig. Ja, hab mit der Runde schon abgeschlossen, hab ein bisschen Zeit wieder gut machen wollen, als ich eingelenkt habe. Naja, gut. Ich guck mal, ob ich was gut hören kann. Ja, es wird auch so eine Strecke, da wirst du einfach nur Strahlen sammeln. Österreich ist so eine Strecke, also so ein Fehler ist halt einfach auf der Runde. Ja. Macht auf hohem Niveau sehr viel aus. Also Österreich und Kanada sind zwei sehr schöne Strecken. Aber ja. Kanada mag ich nicht. Liga-Rennen mit einer strengen. Kurven. Wenn du in Kanada einen scheiß Setup hast, dein Auto sich irgendwie scheiße in der Karriere fährt, da habe ich gar keinen Bock mehr. Ja. Kanada geht schön schnell rum. Was hast du deine Dortmund-Karriere in FIFA? Hm? Hast du deine Dortmund-Karriere in FIFA? Ja, das läuft sehr gut. Ich mach gerade einen Schalke auf Fußballmanager. Ey, wir haben 334 Millionen Euro Schulden. Oh, ich nicht. Das ist Wahnsinn. Ach, Digga, wo wäre ich denn gewesen mit der Zeit? Ja, Platz 7 rum. So, ich bin jetzt auch noch schnell gleich, letzte Kurve. Ja, ich fahr auch jetzt raus. Okay, engines fired up, we're set. Nein, gedroppt. Ungültig. Dieser nächste. Vorletzte Kurve? Ich guck mal, ob die Dings. Ja, vorletzte. Die ganze Runde hat nicht funktioniert. Ich bin den jetzt nicht. Wenn du willst, kann ich dir Windschaden geben. Nee. Fast ein bisschen langsamer noch rein. Oh, er dreht sich. Langsamer, du kommst nicht. Man fickst mich gar nicht. Ich fahr schon langsam, aber. Nee, ich brauch auch keinen Windschatten. Das hört man übrigens auch alles in meinem Stream. Und Team ist nicht erlaubt. Wettbewerbsteams. Achso. Digga, ich schon dieser McLaren. Also er steht ein bisschen weit auf der Strecke. Ich fang mal meine Runde. Und ich lasse ihn rein. Hi. Oh, da hat er das Auto verloren. Nee. Ich sollte nicht irgendwie schneller Mercedes haben. Guck mal, bin ich extra vorsichtig mittlerweile. Okay, just two laps of fuel remaining. Ja, letzter. Geil. Ja. Ich krieg locker eine halbe Sekunde mit Pfiff, vielleicht sogar 7 auf 10 von daher.
ein Arschkammer für dich. Runde. Ah, ich bin P15, Bruder. Welche Zeit? 5-1. Okay, das werde ich hoffentlich mit Frostbreiten hinkriegen. Also in die Richtung. Ich will nicht komplett abkacken. Ja, meine Runde war jetzt auch nicht so perfekt. Hat die Qualität jetzt eher abgenommen oder hat die eher ein bisschen zugenommen wegen neuen Fahrrad? Abgenommen tatsächlich. Also die Strecke ist schlechter geworden. Ach, du meinst das Feld, meinst du? Oder was jetzt? Nee, das Feld hat abgenommen, bis auf 2-3 Fahrer, die jetzt auf einmal wieder da mitfahren. Und ich meine Jutze, jetzt, den kenne ich aus einer anderen Liga, der ist stark. Aber ich meine jetzt auch gerade die Streckenbedingungen. Die Strecke ist irgendwie langsamer geworden, zumindest habe ich das Gefühl. Ach so. Ja. Ich weiß nicht, ob ich nochmal einen frischen Satz jetzt so verwende und nochmal eine Runde fahre. Ja, ich habe jetzt noch. Keine Ahnung, ich habe noch 2 für diesen Qualifier. Ich fahre noch einen Run, wenn er nichts wird, dann starte ich halt letzter. Es wird auch nicht das Problem, ich glaube. Weil ich gerade Disconnect hast und Schalke jetzt vielleicht mal ein Tor macht, wäre schön. Böter, deine Flanken sind immer ein Horror, Alter. Das ist Wahnsinn. Ja, jeder eine schaut sich auch schon, wie schlecht die Strecke im Spiel ist. Also die Fährte, also, es macht ganz Spaß, sie ist so langsam. Teilweise ist also peiklige Stellen. Gibt es eigentlich jetzt noch so von jetzt F1 Vorstand, gibt es jetzt irgendwelche Änderungen noch eigentlich, was jetzt kommen sollte? Zu was? Ich meine jetzt von den Lackierungen. Ich glaube, die lassen das Spiel jetzt in Ruhe. Jetzt wird langsam am neuen. Nein, ich meine jetzt die neuen Autos. Ich meine jetzt die neuen Autos. Was meinst du damit? Ob man irgendwo jetzt neue Lackierungen erwarten können? Ich glaube nicht, oder? Alpine vielleicht, aber glaube ich auch nicht. Achso, meinst du echt, das ist auf eins. Oh, wir haben noch. Im Rennen haben wir noch einen weiteren Soft. Dann werde ich, glaube ich, jetzt noch eine Runde fahren. Da muss ich hier rausfahren. Ja, dass ich. Reicht so bei 2 Minuten 20, aber ich fahre mal ein bisschen eher raus. Ich fahre später raus. Oh, ich hab auch keinen Bock. Ich fahr einfach 2 Schneider. Brauch ich jetzt raus. Boah, erster Sektor bin ich drittschnellste. Okay, our best lap so far. Sag mal, ich fahr einfach 2 Schneider. Fertig, Joke. So krass bauen die eh nicht ab. Im Sprint denke ich mal, fährt man mit Softzeug und wie sieht das im Rennen aus? Was wieder am Platz? Definitiv mit Mini. Soft wirst du im Rennen gar nicht gebrauchen, außer du. Letzter Starter, hat das schon irgendwie einen Sinn? Nee. Okay, guys, everyone be aware. Nee, auf harten starten. Also wirklich nur, wenn jetzt so die für 5 Runden. Ja, harte waren geil. Für 5 Runden. Boah, die waren die nicht in Aserbaidschan, fand ich die so geil, die harten Reifen. Oder irgendwo, wo wir auch in der Party waren, da waren die so geil. Bestimmt Miami. Bei Miami, da waren die richtig geil. Aber Softs brauchst du wirklich nur für einen kurzen Sprint im Rennen, also so 5 Runden vielleicht. Man zieht eigentlich nur außen starten im Rennen. Kein Bock auf ihn, da wäre ich eh weggedreht. Tja, ich bin gerade 10, also ich werde auf jeden Fall noch die Runde abliefern müssen. So, ich mach kurz Reifen, schalte Temperatur rein, dann fahre ich jetzt 2. Sollte ich auch gut ausgehen, weil jetzt alle draußen gehen. Draußen sind Digga was.
gerade. Ja, zweite Runde, wenn wir war 6000 zu langsamer. Also nee, kannst du nicht. Ja, Mist, der eher ist eingegangen in der zweiten Runde, hab ich nicht bedacht, aber wie knapp war ich. Ja, okay, da sind Leute im Abstand zum nächsten Platz. Was wird wahrscheinlich. Zwischen Platz 2 und Platz 9 ist richtig eng. Eine Zehntel. Krass. Dann komm ich und dann kommt also unsere Gruppe da. Relativ eng trotzdem. 10 und 13 ist auch nochmal eng und dann sind es immer meist immer 10 der Abstand. Ich glaube, sag mal, der Dreierpack von uns für dich auf jeden Fall eigentlich schneller schätzen, wo du auf jeden Fall könntest wissen. Jason eigentlich auch. Ja, Quoni ist halt recht schwach immer bei mir. Ich. Ja, weiß nicht, war ein bisschen in der Dirty Air, aber ich will es jetzt nicht da drauf schieben. Ich hab halt eine okaye Runde, so hab ein, zwei Kurven gut getroffen, aber halt nicht alle, weißt du, so zwei kleine Fehler, wo ich sage, kann ich mehr Gas geben und so. Es war bei mir Sektor 2, wo ich richtig reingeschissen hab. Sektor 1 war ja, ich glaube da Kurve, keine Ahnung, ob das 4 oder 5 ist, ich weiß nicht, wie man das zählt. Wenn man nach der Stadt zieht, kommt eine DRS gerade und nach Kurve 3, da halt die nächste Kurve, richtige. Generell, zweiter Sektor, da war, so weißt du, so, da verliere ich gerne, so hab ich Angst, Heck verlieren, so. Manchmal, du lenkst einfach nur ein, bist wirklich so halb auf dem Gas, einfach nur halt um Tempo halt zu haben. Und jetzt über dein Heck, du bist wirklich null Gas, das ist im sechsten Gang. Ich weiß, dass man im sechsten Gang so eine Kurve nicht Vollgas beschleunigen kann, aber. Und dass ich drehen kann, ja, aber. Wie lange ist denn jetzt Pause? 5 Minuten? Ja, 5 Minuten. Ach, Mann. Aber auf jeden Fall Mediums werde ich fahren. P12 Innenseite. Ja. Benzin nehme ich doch nicht. 2 Runden mehr mit dem. Eine reicht maximal. 12,7 oder so. Falls kein Safety-Car kommt. Ja, weiß nicht, bei 12 Runden ist schon sehr wenig. Ich habe 12,7, keine Ahnung. Ja, 25 ist Rennstart, also in 3 Minuten. So, wann ist Rennstart? 25 in 3 Minuten. Wie lang fahren wir dann? 12 Runden? 15 Minuten? Also, Klo muss, aber 3 Minuten schaffe ich nicht, ich brauche lange auf Klo. Ja, mach's lieber nach dem Sprint, wird schon reichen. Also dann direkt, dann hab ich ein bisschen mehr. Ich meine, nach dem Sprint hast du... Warte mal, Schalke 90 plus 3 oder was? Boah, ist der blöde, der schießt zur Eckfahne, Digga. Genau. Mein ein Punkt für Schalke. Ja, letztes Spiel wurde unentschieden gespielt. Gegen Köln und Gladbach. Köln nehme ich einen Punkt mit. Aber wir können halt gegen Köln hätten wir halt easy gewinnen können. Weil wir halt viel besser waren. Genauso gegen Frankfurt waren wir auch viel besser. 3-0 kommen mit unnötig. Bald gegen Dortmund, da gewinnen wir auf jeden Fall. Natürlich. Ich habe Schalke 1-0 auf Sieg getippt. Eigentlich kann ich auch ein Tor jetzt machen. Das ist so geil, 5 Punkte. Und der hält da leider, weil ich Schalke habe ich erst einmal auf Unentschieden gesetzt gegen Bayern. Die haben nicht einmal bei mir in meiner Wunschtabelle verloren. Man kann ja auch mal gegen RB Leipzig mal so glücklich gewinnen. Warum nicht? Verstehe auch das Problem ja auch nicht. Ey, Digga, ich habe überhaupt keinen Bock auf das Rennen. Wenn ich schon wieder sehe. Ja, okay, Punkt nehme ich gegen Gladbach mit, okay. Kann ich schon wieder sehen, ich das Scheiße nicht ausmachen. So, was habe ich heute verpasst? Snap, Henne, Urlaub, da, Urlaub, alle Urlaub. Skifahren, alle. Ich habe noch eine Woche. Dann bin ich erst. Naja, ein Halbjahreszeugnis gekriegt. Also, ich habe mein Zeug gekriegt, weil ich in der Schule war. Eine Minute. Dann beginnt der Spaß. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwas gepasst habe. Oh, ich hab morgen Spiel. KFC 7-1 verloren, dünne. So, mal gucken, was wird, ne? Ich starte P10. Innenseite, genau das, was du nicht wolltest. Ah, im Sprint juckst du nicht, da kann einfach stehen bleiben. Was dann?
Ich finde es eh noch nicht so schlimm, aber. Ja. Ist 25, eigentlich können wir drücken. Ich will aber nicht drücken. Die ist 25. Ich hab nicht in den Discord reingekommen, die Benachrichtigung mittlerweile doch schon ausgestellt. Wer soll mit drin? So, viel Glück dir für Sprinten. Ja, ich hoffe, wir hauen uns nicht gegenseitig raus. Ich Startest starte für jetzt. das erste Mal dieses Jahr vor dir, das ist. Ja, muss Weiß mir ich mal lassen. nicht. Hast bestimmt, warst bestimmt schon mal vor mir. Letztes Jahr auf jeden Fall. Ja, da war es auch kein Wunder. Es wird jetzt genau weitergehen. Genauso Letztes Jahr war weitergehen. ich. Guck mal, also ich denke mal, im Sommer werde ich auf jeden Fall jetzt so Richtung März viel mehr Rennen mitfahren. Einführungsrunde. Okay, how was that pull away? Ja, etwas gedreht. Chor 1 ziehe ich auf jeden Fall erstmal komplett nach außen. Ich will gar nicht innen sehen. Kann ich mich drehen, hier gar nicht eine Strafe mir wurscht. Solange ich keine Strafe kriege, ist alles super. Ich muss ehrlich mit einfach. Da muss ich echt schauen, wenn ich weniger Rennen mitfahre, weil ich nicht ausgeschlossen werde. Fehlen nur noch 12 Punkte. Und wann ist Ausschluss? 50 Punkte. Ja, okay, 38, passt doch. Das schaffe ich niemals, deswegen muss ich jetzt immer ein paar Pausen machen. Ich alles doch nur hier. Hier aber auch 10 für irgendwas, was irgendein Spielfehler ist, weil ich fahre gerade. Wir fahren beide gerade, auf einmal Ja. kollidieren wir. So, jetzt Weiß am ich, Ende was ist auch das? egal, dann mach doch am besten jetzt das Beste draus, was noch möglich ist. Ja, dann bin ich so los, Herr Pötter. Ja, ich hoffe, er dreht sich auch im Rennen. Das wäre dann schon mal eine Position, die ich mitnehmen würde. Würde ich jetzt schon mitnehmen zum Start, wenn ich außen starte. Ja, dann starten wir außen. Ich platziere mich links. Ja, wie lange? Ich habe mich seit locker einem Monat nicht mehr platziert. Naja, auf jeden Fall viel Glück Ey, dir. das ist doch wieder der größten Experten, Alter. Was ist das für ein Azubi, Alter? Das ist der Langzeitpraktikant. Ey, wenn wir nur einmal. Ja, boah, gut, lila. Lila ist lila. Du Oh, bist doch auch in. 0,1. Ja, ich starte direkt hinter dir. Ich sehe die zwei ja auch nicht, aber ich bin mir Viel wurscht. Glück dir. Lila ist lila. Wird's was? Oder die Position nehme ich. Hallo! Ja, P5 kann man machen mal. Ja, geil, Verwarnung, weil ich ausweichen musste. Aber da geht ein Haas sehr tief rein. Die erste Kurve ist gedived, aber für P5. Ja, kann man machen. Erstmal around the outside.
Okay, clear. Oh, Dreher vor mir. Ja, das war der, der sich hinein für uns verdrehte. Okay, DRS is now available. Gut, deswegen hat Glatt jetzt, glaube ich, kein DRS. Ich kann Glatt wahrscheinlich überholen. Ne, kein DRS, Glatt. Red fährt gut. Ich würde mich gerne eigentlich von den hinter mir absetzen. Ich muss Red mal ein bisschen schneller machen hier. Zu vorsichtig, dass ich mich ja einen Effekt sehe. Ups. Keine zwei kommen, ist aber Track Damage. Let's go, hinter mir könnte ich erstmal. Ja, auch der ist los. Dreher, nice. Let's go, letzter. Geil. Vom vierten. Wieder. Digga, ich setz mich jetzt auf die Strecke zurück. Ich möchte nicht. Fährt sich alles scheiße. Schade.
Der Bruder fährt einfach auf der Strecke aus. Hauptsache ist weg. Richtig. Okay, clear. Jetzt habe ich halt keinen, der mir DRS liefert. Was habe ich für ein 1000ste raus? Muss dann unbedingt noch pushen, hab vergessen hochzuschalten. Bam, Dreher. Reifen heiß. Halbe Runde später wieder Dreher. Hat dann das aber wie immer noch vor mir. Alter, doch scheiß Reifen, das ist immer gut. 9 Sekunden, da gleich mich doppelt gedreht hab. Naja, wenn ich noch am Rest dran. Wo kann der Track denn? Okay, ah, Tatan ist Box, okay, die Position krieg ich. Fährst du für Runden? Für 1,74 gefahren. Brauchst du circa. Okay. Ich hole nicht auch die James. Warte. Okay, that's us with 5 laps of fuel remaining. 5 laps of fuel left. Fall kann man während des Fahrens in der keine gerade Strecke, natürlich kann man das nicht machen. Was für schiere Glück bei Schalke oder Unterstützung, was ich gesehen habe. So, Yoshi ist halt nicht da. Oh ne, letzte Woche war gar kein Rennen. Da haben wir so 30, ich glaube, da fahren wir auch noch nicht drauf. Ja, 2,5 Sekunden pro Runde wird schon. Let's get back up to racing speed, come on. Let's go, er hat sich gedreht. Richtung Platten drauf. Na, ich aber auch. Oh, die hab ich gesaved, wie ein Weltmeister. Kann man fighten jetzt. Das war ein geiler Set in den beiden Runden. Boah, naja, ich muss gar nicht mit dem fighten. Der Strafen. Komm ran, komm. We've only got two laps of fuel left.
wieder gedreht. Aber nicht meine Schuld, alles jetzt einfach den Täter entfernt. P4 macht gut. Fuck, hast du meinen Platz geholt, den ich verloren habe. Echt? Bin jetzt schon durchgeschwitzt, ey. Meinetwegen kann man jetzt schon aufhören. Aufhören. Ach, Digga, noch zwei Tage, das juckt mich gerade eigentlich gar nicht. Weil ich sowieso 13 da bin. Ah, Digga, also, weiß nicht, was die erste Runde ist, war auf einmal irgendwie Vierter, Digga. Weiß nicht. Kurve 1 und die haben sich ja irgendwie alle rausgeschoben. Damit ich Reifen drücke, müssen wir runter. Fahrer des Tages. Zum Glück passt das nicht alles doof, Digga. Warten, was passiert. Ja, schon mal 5 Punkte. Yes, 0. Hälfte geht jetzt eh den ab. Hast schon eine Strafe geholt? Naja, letzte Kurve noch im letzten Runde. So, das war knapp, ey. Mal 37 mit. So, ich höre Medium jetzt. Hard, oder? Ja, Hard Medium. Für dich vielleicht Hard Medium. Mach ich. Ich gehe aber erstmal aufs Klo. Ja, ich muss auch. So, wie kann ich ein Medium einstellen? Bam. Wer startet das, ein kleiner Bastard?
So. Gucken, wie es wird, ne? Ich weiß nicht. Aufregung kriegt auf jeden Fall rein. Ich bin nur aufgeregt. Es ist so eine meiner Stärken, so ich hätte Mittwoch. So U17 diverse B-Jugend, erstes Spiel. Wo ich das U15 ist mir bin. Gerade völlig egal. Nein, ich ist als Beispiel gegen halt HFC, so halt schwersten Gegner oder so. Gegner, wo du am meisten Druck haben kannst, so was möglich ist. Ja, ich maximal Puls von 80 nach dem Sprint gehabt. Auf wer startest du jetzt? Hart. Auf Hab eh hart. nicht zu verlieren. Okay. Wenn ich halt falsch rum die Strecke fahre, hab ich trotzdem nichts verloren. 0 Punkte sind 0 Punkte. So. Ich werde hoffentlich mal keinen Dreher einbauen. Ich muss ehrlich sagen, ich war so. Mein Heck ist wirklich sehr, sehr instabil. Ich habe auf jeden Fall Angst, einmal zu viel Gas, dann ist das Auto eigentlich schon weg. Deswegen bin ich sehr, sehr vorsichtig gefahren. Also gesagt, wenn du dich einmal drehst, ist halt auch direkt fast das zweite Mal, wenn deine Reifen dann nach dead. Also bei einem Dreher so ab Runde 12 gehe ich, denke ich, mal in die Box und hol mir harter. Safety Car. So. Oh, meine Quali-Zeit, eine 1,5,1. Wurde ich gerade im Chat gefragt. War nicht so gut meine Quali-Zeit, aber naja. So, 54. Im Rennen gibt es Punkte. Ist jetzt noch einer dazugekommen? Nicht, dass ich wüsste. Ne, wir waren 16. Die beiden McLaren da hinten. Ist halt dein Teammate auf Soft, du auf Hard, der Rest auf Medium. Warum geht der auf Soft? Hat der gesoffen oder so? Was ist mit dem falsch? Der geht auf die untere Strategie. Macht vielleicht einen 3-Stop oder was? 4-Stop. Soft, 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 Medium. Also man merkt, dass wir Ferrari-Kundenteam sind. Ja. Boah, Digga, von Platz 4. Schon wieder Innenseite. Wäre endlich außen. Also hast auch gesehen, was vorhin passiert ist, ne? Das war ganz wild. Auf einmal war ich auf Platz 4, weil alle haben sich da irgendwie rausgeschoben. Ah, hallo. Marco will nicht. Ah, Philo dreht sich schon mal weg. Und Marco will, Marco fährt irgendwie nicht los. Marco fährt nicht los. Ich bin jetzt aber vor dem losgefahren. Weil der hat so lange. Guck mal, der ist auch gerade letzter. Also der wollte wahrscheinlich erstmal alle vorbeilassen. Nö, ist irgendwie wieder eine Strafe. Was ist denn da los? Mein Team wurde hier von mir auf Soft. Ich glaube, der Einzige, der auf Hard schaut, ist geil. Ja, es gibt sonst nur Mädchen im Feld. Ich glaube, ich halte die Pace von denen, deswegen geht mir das anders. Ich werde schon auf jeden Fall nicht die Pace von denen hier vorne halten. Ich würde auch schon nicht sagen. Halt. Das ist halt einfach gut. Und da probiert dran zu sein, push mal natürlich übers Limit dort. Wie sieht die Temperatur aus? Ei, Junge, Junge, Junge. Da war kurz mein Herz irgendwo anders. Viel Glück, ja. Der Red Bull, ne? Hast du gesehen, hat er auch einmal da.
2,3. Okay, incredible parking there. Nice one. That's going to give you the edge. Scheiße. Scheiße. Keep an eye on the lights, the start sequence. Alter, Jutzi ist auch auf Haken, sehe ich gerade. Ich bin nicht mehr so dumm. Oh, das ist zur Sache. Ich glaube, ich traue mich nicht rein, Lücke. Mein Teamkollege trifft keine Kurve richtig, das ist der Wahnsinn. Das hofft man halt trotzdem Boden gut. Die nächste Kurve sagt nicht aus. Ich geh halt rein in die Kurve, sagt ihr gleich trotzdem am Ende ganz halt mal. Ja, danke, danke dafür, Digga. Geil, Digga. Also richtig geil, er überholt mich. Ach, Digga. Das war wieder richtig geil. Er überholt mich in der Kurve irgendwo und ich gebe ihm Blatt. Und dann fliegt er mich halt draußen ab in dieser Schikane, Digga, das ist halt bodenlos, Digga. Selbst wenn es für mich nicht um nichts geht, ist einfach eingeschickt, weil ich einfach aus dem Prinzip, weil ich einfach... Mir egal, wer es war. Oh, wenn ich hier vorne schon wieder die Gruppe sehe, Digga. Sorry, dass da eine Kurve war und der gerade ausfährt, Digga, also... Ich hätte dafür 10 Strafpunkte gekriegt, mindestens. Oh, viel Dreher. Effekt geil, auch irgendwie ein Fehler, Köhler ist wieder frei. Ja. Prozent haben wir nicht so viel da, aber es ist ja nicht so wenig wieder da. Letztes Jahr so viel geil, also letztes Jahr generell das Feeling war einfach geiler. Oh Gott, war schnell Sonne, gut. Schließt euch mein letztes Jahr einfach Feeling viel geiler. Ist Figu letzte, vorletzte oder vorvorletzte? Erst vorletzte. Also direkt vor ihm sind die Kollege Tarza. Okay. Ja, aber ich hab keinen Windschatten. Auf dich. Nee, ist scheiße. Schon fast 12 Uhr. Gelbe Flagge vor mir, gelbe Flagge vor mir. Teamkollege. Mit unseren Topfenreifen. Einen Tipp geben, eine Box gehen. Ich hoffe, dass wir jetzt schon aufzuhauen wollen. Naja. Ach, 187. Das ist gut, warum es wahrscheinlich ist. Ah, getobt. Ich kann 184 wahrscheinlich fahren, ich bin schon wahrscheinlich 186. Ich bin mit meinem DRS-Train hier gerade sehr zufrieden. Hinten im DRS-Train ist immer geil. Aber außer diesen Stelle hat es wieder scheiße, weil die ist mit. Vorne ist scheiße. Ja, ich bin letzter im Train, bin auch deutlich der langsamste, aber die ziemlich hat Bühne. NC9, ja. Hat
sieben Leute so gefahren, muss ich fahren. Dafür, dass es auch nicht mal so eine gute Runde war. Ich glaube, ich weiter von der Runde direkt, weil ich hätte überhaupt Fehler gehabt. Aber. Gedreht. Safe. Das war auch ein Ding, ne? Ist Filou immer noch der hintere? Alter, oder? Ja. Ich weiß, er kommt von mir mittlerweile. Ne, hat überholt, Tarzan hat einen Fehler gehabt. Box Position. Und den glaube ich kann auf mein Handy gucken, während ich fahre. Generiert ca. 5% pro Runde. Ja, das ist leider gar nicht so. Das geht nicht hin. Warte. Zahn zu bringen, ja, dass ich an den von der Trankheim Mountainer von der S und der Mercedes.
Jutzi mit den Harten hier vorne. Ja, was ist das denn? Right, drop your speed. Our delta's too low and we're gonna risk a penalty. Slow your pace immediately. Ja, was macht denn der Mercedes da? Ist er gerade vorbeigefahren? Ja, ich hab den gesehen, ne? Was hat der denn gemacht? Ich weiß es nicht, der war 3 Sekunden von allen anderen weg, der war 12 Sekunden vor mir und 3 Sekunden hinter den anderen. Na, ja, der hat er sich ganz vorher gedreht. Okay, ja, sehe ich die Karte. Der hat sich jetzt dreimal auf der Strecke absichtlich rausgehauen. Es war safe absichtlich. Ja, na, der wurde vorher von einem Aston Martin gedreht. Du musst dir vorstellen, der fährt diesen Linksnicken, der war ja 3 Sekunden von allen anderen weg. Und ist da ganz rechts rausgekommen. Ich weiß deswegen schon. Haben das der ist dann auf in Kurve 4 ist der geradeaus weitergefahren, wo das Lines gestoppt hat, weil er gebrannt hatte. Was? Und jetzt nach, ja, ich weiß nicht, Kurve 5 oder 6, also noch die letzte Kurve im zweiten Sektor, ist er einfach auch geradeaus gefahren. Okay. Also kriegt er eine Strafe wegen Absicht. Jetzt auf jeden Fall auf Harte. Ja, würde ich auch gerne machen, aber Soft Medium vorher. Na klar. Wir haben meine Harten. 28, ach du Scheiße. Ach, der ist relativ wieder für den Arsch, Digga. Oh, krass. Das war ein fantastischer Stopp. Faster than we were expecting. Jetzt ist halt der Jutzi auf seinen alten Harten noch, so wie du. Ja, dem passt das so wie mir gar nicht. Oh, ich mach mal überholt, um und nach vorne geht er so nicht. Aber Haas 1-2, Mensch. Weil der andere. Ich weiß gar nicht, was mit dem anderen ist. Für Nachtrag, wo bist du? Fünfter. Ah, ich kann nicht vor dem noch raus, oder? Was? Auch so vom Feeling her ist irgendwie nicht so, dass das letzte oder so war. Aber der letzte hat richtig gebockt. So. Da war dafür die Punkte dann werden. Die 100% Remo hat richtig. Ja, viel mehr Fights. Da halt. Keine Ahnung. Gar nicht viel mehr Fight, aber jetzt ist es halt nicht mehr Porsche für Fights. Ich weiß nicht, ich glaube, jetzt gibt es sogar mehr Fights, weil da zu viel Zeit ist. Bei einem 100% Rennen würde ich dann manchmal sagen, ja, dann warte ich jetzt ja, mal. Ja, dafür hat diese Taktik aber noch so einen Aspekt, wenn du in den Rennen fällst. Das 50% besteht nur aus Fights, besteht nirgends, wo du mal fährst. Und das hält sich mal so auf Zeit. Guck mal, wie oft Safety Cars rauskommen. Das Feld kommt zusammen. Es ist viel geiler, wenn das so zusammengezogen ist. So mal freie Bahn, kannst du aber deine Pace fahren, holst dann auch, dass das irgendwie. Da kommt immer mein Handy, Digga, wer will ich jetzt eine Strafe reindrücken und das so. Ja, man hätte auf jeden Fall deutlich weniger Benzin mitnehmen können. Ja, da eine extra Runde, habe jetzt schon zwei.
ich zwei Mediums hat? Du hast theoretisch zwei, aber den einen hattest du im Sprint schon. Okay. Ich weiß nicht, an deiner Stelle werde ich vielleicht sogar ein bisschen länger auf den harten Climber und auf Softs gehen. Musst du schauen, wie es sich entwickelt. Soll ich bis zur 33. Runde drauf bleiben oder wie hast du das vorgestellt? Nee, bis zur 35. Du warst albern. Gehst für die letzte Runde nochmal auf Soft, weil du musst. Der S-Frame macht das sogar Sinn. Wenn ich bei den Händen abpusht, dann bin ich schneller auf jeden Fall. Wenn ich da vorne diese Backen. Schwindelig, ja, ehrlich, mich ja so. Oh mein Gott, Bremse und Stöhner passt. So. Bremse ich in der nächsten Kurve, nicht Kollege. Ich hinter dir bin. Einfach mal Spielchen hier. Boah, gestern haben wir auch mein Gott, das war auch geil. Mies gebockt. Fast wieder die Hälfte rum. Endlich, ja, das hat Tricky weg. Naja, also Sprint wäre schon mal rum. Ein Drittel haben wir rum. So ein Drittel haben wir rum. Komm, fahr du kleiner Nutten. Man muss halt erstmal richtig krass Temperatur hier reinbekommen in den Scheißreifen. Meine sind angefahren, aber ich hab Bock, die jetzt kommt absolut bis aufwärmen. Ich mein, fahr schneller, du kleiner. Och, Digga, was ist denn das aber auch für einer? Das ist ja wirklich so. Ja, er denkt auch erst was Besseres, weil er langsam fährt. Digga, meine Reifen sind auf 75 Grad. So ein Sonderfall, ehrlich. Jetzt. Ich komme einfach Pens, wir haben auch wurscht. Ja, oh, Auto fast verloren, Digga. Digga, bei den kalten Reifen kann es halt auch wirklich gar nichts machen. War gerade noch am. War gerade noch am warm machen und zack. Haben wir so zu spät gefahren? Überhaupt keine Chance hier. Oder bremst noch ein bisschen eher, weißt du, dann bremst du auch noch ein bisschen eher, dann ist deine Stehen. Wenn man sagen, ist das Fidu bei dir? Fidu ist direkt vor mir. Soll ich irgendwie mal aufpassen? Meine Reifen sind. Ja, ich bin zwar im WM-Kampf von Fidu, aber ne. Ja, Tarzan, fahr bei mich rein, Bruder, ist okay. Es ist ja nicht so, dass langsamer fahren du irgendwie ausweichen müsst. Also ich kann ja auch nicht mit dem vierten Gang bei 111 hätte ich wieder getreten sein, du. Hätte mir das Soft so ein bisschen richtiger so. Hätten zwei Runden weg, Alter. Muss probieren hier im DRS-Train dann zu bleiben. Ich glaube, du musst einfach schnell fahren. Das ist ein guter Zeit, glaube ich. Beruhig mich ruhig, mach ruhig. Fahr ruhig mich rein, ist alles gut. Ich extra spät das Bild, damit er nicht einlenken kann. Digga, ich bremse extra spät, er lenkt mich ein, Digga. Geiles Ding. Ja, so viel, ich bin heute. Ich bin richtig schlecht gelaunt auch. Ey, er hat zwei jetzt in zwei Kurven weggetreten. Was ist denn mit dem Typen, Digga? Wer ist denn das? Jason. Jason. Irgendwie. Ja. Der hat mich weggetreten. Ich hab extra fahren neben ihm. So, mein Rad war auf seinem Hinterrad oder halt noch davor ein bisschen. Ich hatte einfach. Und der hat auf die Ideallinie eingelenkt. Ich muss halt auf das Gras fahren. Und halb gedreht. Oder gar nicht durchlassen. Richtig, schon mal DRS.
Ein Kollege hat so weg, der sollte sprechen. Der war sogar schneller von gefühlt. Ich kann ja gar nicht mehr verteidigen, aber es kann ich nicht mehr. Langsam fährt es oft. Ich will mit harten Reifen den Absatz hin. Abgewogen zu haben, Leute. Tja, also 13, da war der schneller als ich. Oder merkt halt den Teamkollegen nicht mal, wenn er so langsam fährt, gute Tour, Leute. Ich muss ja hier reinhängen, dass ich vorne dran bleibe. Die Reifen sind doch einfach scheiße, da kannst du nur Tracker misslegen. Boah, fast gedreht. Ich glaube, erste Verwarnung. Bin Kurve 1 weit rausgekommen und auf dem Curb gewesen. Und das ist eigentlich schon. Ich habe gerade 2 in einer Runde gegeben. Ich habe noch einige richtige Reifen sind dead, aber ich kann nicht in die Box gehen. Naja, auf jeden Fall gerade Glück, dass es nicht mit meinem Rennzeug ist. Black Server, ist das ein Terra-Fahrer? Saver heißt er. Oh ne, nicht so, glaube ich. Oh, so ein Buch dreht sich. Okay, nice. Steck ich mich zurück, okay. Also ich fahre da eigentlich nach außen. Ah, DRS kriegst du nicht, Kollege. Der erste Unterschied ist, du musst keine Frischen haben. Ich hab keine Frage. Und wann sputzt der erst? 3 Runden auf die Tricks. Nee, noch ein Reifen. Ich hab den Nebel im Kopf gehört. Echt, das ist doch geil. Mit dem, ja komm, der verbremst, bleibt und alles schreit. Komm. Ich hab eher Essen. Was machen? Komm, wir wollen mich noch nicht kommen. Ah, Alter, wird später gebremst als keine Ahnung, Alter. Mein Teammate hatte keinen Bock mehr, hat einfach verlassen. Hab ich auch keinen Bock mehr. Ist ja raus. Kollege, push mich noch ein bisschen weiter raus, dann fliegst du gleich hier raus, ey. Ist dein Teammate DNF gegangen? Ich glaube, bekommen. Nein, das ist nicht. Ah, nee. Da ist ich hab gerade nur ein Alpha auf der Karte gesehen. Das ist Hefe, das wäre jetzt ganz schnell. Ich möchte Black selber überholen. Jetzt auch wieder nach oben, wenn du nach oben sitzt. Die Harten nutzen ja auch so schnell ab. Das ist ja auch nicht mehr hier mit dem ganzen Game, einfach geil.
100% kommt es auch gerade zu viel länger aus dem Sand und lange Beine, also brauchst du viel mehr Skill. Bitte mit Flaschen jetzt. Das dauert über lange, aber das verliert glaube ich so weit. Oh, da hat feine Bus. Ich würde sie spekuliert halt wirklich auf den 60er, ne? Weil ich an deiner Stelle auch. Ich mach selber wie Jutzi. Jetzt haben wir dann die Box geht. Ja, das hab ich doch. Haben wir deine nächste Runde von der Zeit her? Ich weiß nicht mehr, was der für Zeiten fährt. Wenn er einfach deiner Zeit ist, das reicht. Der fährt nicht mehr sehr schnell. Scheiße, wenn ich dreht. Ich bleib draußen. Bist du der erste oder der zweite Alpha? Ich bin der erste, der andere ist irgendwie ganz anders. Dann hat sich eben die KI von Toroman gedreht. Nee, er hat sich gedreht, weil ich ihn nochmal in die Box gekriegt habe, den Koppel geschaffen. Ja, der ist ja raus. Er ist in die Box gekommen. Der auf jeden Fall hat er wahrscheinlich Koppel geschaffen. Der KI kann sie ja nicht drehen. Und jetzt fühlt es jetzt gerade an, wie damals vor 150 Jahren. Seit hier so 122 ist halt irgendwie... Sie bleibt draußen. Demetria. We're starting to catch the car in front, but we need to look after the tires. We won't be making another pit stop. Ich glaube, ich gehe jetzt, endlich wieder gedreht. Ich muss. Ah, ich hätte noch schon auf den 10. Platz. Okay, let's go. Ich hab den vor mir, habe ich eigentlich 5.9, kommt noch B5.13 von uns. Mach mal. 5 Punkte. Erste Kauf, aber was? Jetzt irgendwelche liegen, die auch 100% verlangen, oder nicht? Oh, Jungs, jetzt boxen. Nein, nein, einmal nicht. Weiter. Ja. Gehst du für die Siedlung, ja, das ist. Oh, noch einmal Checkamp haben 6 Sekunden. Oh, fast gedreht. Kann man aufpassen und pushen. Was hast du? 6. Okay. Ja, Red ist halt so viel schneller. So krasse Probleme da dran zu bleiben. Okay, clear.
Was so leer ist. Green Flag. Tatanbox. Fehler macht schwach mehr. Er ist genau hinter mir rausgekommen aus 3 Sekunden mehr. Ach, wo ich das rausfahren kann. Ja, er hat sich gedreht. Das zum Thema rausfahren. Scheiße, 12er Warnung. Jetzt noch eine Verwarnung und dann war's es. Auf Ungarn habe ich aber richtig Bock irgendwie. Und die Strecke. Tja, Tarzan einfach stuck. Eine Reifenwarnung und dann auf der ist es qualifiziert. Trecker zurückgesetzt. Kann die ja rückwärts fahren. Nee, Gegenfern hat seine Hinterreifen waren in der Luft. Strecke zurücksetzen, darf man zwar nicht, aber Blastfern hätte ich dann schon. Oh mein Gott, ich muss 1,5 Sekunden Abstand zu dem hinter mir halten. Nicht Zeitstrafen haben oder nicht. Oh, auf dem Boot. Die letzte Kurve keine Tech Damage, wenn du da rausfährst. Jetzt hab ich Tech Damage. Kannst mal schauen, wie viele Warnings Red hat. Oder ich muss selber pushen.
ich irgendwie safe, wenn ich das mache. Was verloren. Noch 18. Ah, ist doch so. Falsche Softzeit. Ach, das ist safe. Das hat mir gedreht. Ich glaube, 4, 7,3 auf. Halbe Sekunde, okay. Der mehr hat 6, 7 Zähne verloren in einem Kampf. Ich bin da vorne gefahren, schade. Fast eine Strafe und fast das Heck verloren, mein Junge. Ich wieder aufs Fahrzeug. Ja, doch, wieder gemacht. Was mit dem Rennsieg, ich bin aus dem RS-Fenster. Nee, ich bin jetzt vom Eingeknecht, den ich bin. Ich bin straff. Ich bin immer noch 14. Einmal gut. Thank you.
laps of fuel remaining. Wie viel an der Box, let's go, Position? Wie viel bist du? Ja, Leute, aber ich bin mit 14 Abstand und die nächsten Zeitstrafen. Das wäre 6,4 bei mir. Und ich habe 6 Boden. Deswegen push ich, deswegen halte ich nicht sämtliche Zeitstrafen. Ja, Warnung. 6,7, aber es kann sein Fehler sein. Ah, direkt vor mir. Okay, you're catching the car ahead, but remember, we need to get to the end of the race on time. Die Reifen sind durch, 60%. Der McLaren auch nochmal in der Box. Vier Mann wieder, oder? Doch. Zeitfahren wir der. Ah, der war so weit hinten, der hat mich nicht mehr überholt, der war unten überrundet. Ne, der hat sich gedreht. Das nehme ich mit. Welche Fliegen? Kann ich. Der ist viel zu weit weg. Auch viele Fahrer. Nein. Oh mein Gott, ich habe irgendwie keine Zeit zu schaffen. Ich letzte Runde einfach nur noch halbes Kippen. Schön weit von dem Trick Tennis entfernt halten, dann passt das schon. Ich darf nicht 6 Hände fehlen. Der andere Punkt ist 4. 5. Boah, die fighten gerade bei dir. Komm, nochmal pushen. Gibt's so keinen Trackdown? Ah, das sollte reichen, wenn er jetzt nicht irgendwas überdimensionales droppt. Digga, Marco hat gleich die Liga verlassen. Na, hau rein, ich bin in der Party. Hau rein, schöne Woche dir. Also. So, fahrt mal, bis alle da sind. Red Lightning und James, uns fehlen noch. Red Lightning auf jeden Fall mit der fast höchstmöglichen Punkte
Anzahl. Einer hat ihn gefehlt im Sprint. So, jetzt sind wir vollständig. Ich würde sagen, ich mache Platz 3 und Platz 1, wenn das in Ordnung ist. OL Chainsuits hatte McLaren im Sprint, weiß gar nicht auf welche Position, auf jeden Fall außer von den Top 8 gestellt und dann vorgefahren aufs Podium. 15 Punkte für Team McLaren. Wird sich's angefühlt, war ein super Rennen. Ja, war mega rein. Nach dem Sprintrennen, was ein bisschen enttäuschend war, weil da hätte auch ein Podium drin sein können nach dem Startcrash. Dann leider nur 14 da. Und im Rennen, ja, eine super Pace. Gutes ERS-Management. Nicht sauber, weil es gab eine kleine Berührung mit Köhler, die ich ganz klar auf meine Kappe nehmen muss. Abgesehen davon, sauberes Rennen und dann am Ende letzten, ja, 18 Runden da mit Peluda und P3 gekämpft. Sehr anstrengend, aber auch alles sehr, sehr fair und endlich bin ich mal hier am Ende des Rennens und nicht mitten im Rennen und von daher sehr zufrieden. Als erstes Podium. Diese Saison auf jeden Fall, ja. Hoffentlich kommen da Dazu mehr. herzlichen Glückwunsch, verdient vor allem am Ende dann mit dem ERS. Gut, Ja, nochmal vor der danke. Attacke in der letzten Runde retten können. Das nächste Rennen ist Frankreich, glaube ich, ja. Ach, Gott sei Dank. Wunderbare Strecke. Liebe ich. Ja, finde ich auch. Was wird so drin sein, schätzt du denn? Oder wirst du überhaupt mitfahren? Mitfahren auf jeden Fall. Ich glaube, jedes Rennen jetzt, was die Saison noch kommt, ist drin. Ein Podium wäre nicht schlecht. Ich glaube, das ist dann zeitstrafenabhängig. Ich glaube, wenn ich ohne Zeitstrafen durchkommen sollte, ist da auf jeden Fall ein Podium wieder drin. Und es ist ja noch ein bisschen abhängig von den anderen Fahrern, wie die so drauf sind. Und von daher bin ich gut gelaunt und gehe dann Richtung Frankreich. Ja, so ein Podium treibt natürlich an. Super Rennen, verdient Fahrer des Tages. Jo. Ja, danke schön. Herzlichen Danke fürs Glückwunsch. Kommentieren. Ja, gar kein Ding. Luis? Ja, auf jeden Fall nochmal Glückwunsch von meiner Seite. Dann kommen wir nun zum zweitplatzierten UL Mondgesicht nach einem, ja, ich würde sagen, nicht guten Quali für deine Verhältnisse. Ja, aktuell mit Abstand WM-Führender. Dann noch stark zurückgekommen im Sprint auf Platz 4, meine ich, und dann im Rennen jetzt auf Platz 2. Wie war es aus deiner Sicht? Ja, also im Qualifying muss ich nicht viel zu sagen. War natürlich sehr enttäuschend, nachdem die erste Runde nicht gepasst hat, weil ich in der letzten Kurve mir schön die Rundenzeit gestrichen habe. Bin dann ins Sprintrennen aber trotzdem sehr positiv reingegangen. Hatte halt ein bisschen Glück durch viele Dreher, Unfälle und was da noch alles passiert ist, bin ich auf 4 gekommen. Aber ich muss zum Rennen auch sagen, ich kam das ganze Rennen nicht rein. Das Setup war nicht gut abgestimmt auf mich. Aber es ist auch nicht gerade sehr viel passiert. Nur gegen Ende hin wurde es mal ein bisschen knapp gegen Red, aber da wusste ich, nachdem ich meine zweite Verwarnung geholt habe, dass es auch nichts mehr mit dem Sieg wird. Und die letzten drei Runden habe ich dann einfach nur noch den zweiten Platz vorsichtig eingefahren, dass ich mir ja keine Strafe einfahre. Ja, auf jeden Fall starkes Comeback. In 2 Wochen geht es dann weiter in Frankreich. Wie findest du die Strecke und was erhoffst du dir da? Die Strecke hasse ich über alles. Also Punkte wäre schon ein sehr großer Erfolg. Ja, ich feiere die Strecke jetzt persönlich auch absolut gar nicht. Aber auf jeden Fall nochmal Glückwunsch zum zweiten Platz und dann macht Salzus jetzt weiter mit dem Sieger. Jo, Red Lightning, Kanada gewonnen, Österreich gewonnen, sehr, 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 sehr stark. Wie war's denn? Eher ein unauffälligeres Rennen. Ja, ich habe mich eher zurückgehalten, wenn man das so sagen kann. Mein Qualifying habe ich nicht so gut gefahren. Ich habe nicht wirklich. Meine Runde war nicht so gut, sagen wir es so. Also da wäre noch einiges drin gewesen, aber ist halt so gewesen. Dann am Start war ich relativ glücklich, dass ich keinen Frontflügelschaden bekommen habe, nachdem ich au also im Sprint Qualifying, nachdem ich außen war, als wir zu dritt in Kurve 1 gefahren sind. Ich war so weit wie möglich außen, wie ging, aber die Kollision ist dann anscheinend trotzdem entstanden, ich weiß nicht wie. War ich dann ziemlich glücklich, dass ich keinen Frontflügelschaden bekommen habe. Im Sprint-Quali war Yuzi noch sehr zu schnell und dann habe ich irgendwie noch hinbekommen, Son Goku zu überholen.
Und dann im Rennen, bin ich ehrlich, war das eigentlich sehr glücklich, dass das Safety Car rausgekommen ist. Ansonsten hätte ich, glaube ich, keine Chance auf den Sieg gehabt. Jo, Glück kann man ja auch mal haben. Ja. Und am Ende hin habe ich noch einmal kurz mein Leben an mir vorbeiziehen sehen, als ich mich in Kurve 3 einmal fast weggedreht habe und dann Mondgesicht angreifen konnte. Aber das hat dann doch noch irgendwie funktioniert. Jo. Wir haben jetzt schon gehört, für den einen die Lieblingsstrecke, für James Bond, für Munkesicht die Hassstrecke in Frankreich. Wie ist es bei dir? Frankreich bin ich auch sehr neutral. Ich liebe sie nicht und ich hasse sie nicht. Also mal sehen, was passiert. Okay. Gibt's noch irgendwas hinzuzufügen oder? Nee, ich hätte nichts mehr hinzu. Ja, Mann. Ich hätte nichts mehr hinzuzufügen. Auf jeden Fall nochmal Glückwunsch ans Podium. Und dann nächste Woche geht's weiter mit der Serie B in Frankreich. Und 2 Wochen dann mit der Serie A. Genau. Würde ich sagen, aus die Maus und bis bald, denn wir sehen uns in einer Woche in Frankreich mit der Serie B. Ciao, ciao. So. Bis bald, Rian. Ja, ist halt noch ein paar Alter. mehr lustig. Also, ich hab ein bisschen was verkackt, Ja, ich auch. Mann. Ja, aber Mondgesicht, Real Talk, ich habe mir so in die Hose geschissen da, kurz vor Ende noch. Das Ja, war. also ich hatte auch für eine Sekunde gedacht, das war's jetzt wirklich. Hast dich aber irgendwie noch abgefangen. Ich habe keine Ahnung, wie. Deswegen, ich habe da noch zwischendurch Angst gehabt, dass es vielleicht nicht ganz fair war, wie ich dann verteidigt habe. Ich hoffe, es war ganz okay. Ja, ich wollte nichts mehr riskieren, also war alles. Hättet ruhig noch ein bisschen mehr fighten können. Ja, nee, hätte ich eine Also. Strafe geholt, dann wäre ich jetzt auf dem Podium. Wollte ich lieber den zweiten Platz mitnehmen. Also ich habe mich schon gewundert, warum du so langsam wurdest. Irgendwie war Abstand 4 Sekunden. Am Ende war es, glaube ich, 1,5, 1,4. Naja, Das nachdem war ich dann. das DRS-Fenster verlassen habe, waren ja dann nur noch 3 Runden. Da bin ich dann wirklich so weit von den Track Limits weggeblieben. Also es ist Ja. schon ein Wunder, dass ich überhaupt noch 1,5 Sekunden Abstand zu denen hatte. Da war auch eine Menge los. Also ich glaube, ich war mehr neben der Ideallinie als auf der Ideallinie, um gegen Filou zu verteidigen. Der hat einem das Leben nicht leicht gemacht. Luis, kann es sein, dass ich einmal gesagt habe, die Harts sind auf den Haas? Oh, haut rein, schöne Woche euch.